Journal der Favenkolonie, 6. September 1800. Aus der Bevölkerung wurden zwei Vorschläge an mich herangetragen, über die es sehr sinnvoll ist nachzudenken. Der erste kommt von den Bewohnern von Ostkap. Diese schlagen vor, nun, da eine Pendlerlinie eingerichtet ist, die Schweinezucht und die dazugehörigen Metzgereien nach Taporbach zu verlagern. Diese zugegebenermaßen dreckigen Höfe sind vieler Leute ein Dorn im Auge, welche Fairhaven zu der schönsten Insel in der Region machen wollen. Ich muss auch zugeben, dass ich dies nur allzu gut nachvollziehen kann. Der zweite Vorschlag kommt von den Investoren. Sie sind der Meinung, dass es sehr sinnvoll wäre, Anteile von Meischings Insel Stockfist einzukaufen. Zum einen würden wir dadurch mehr Einkommen haben, zum anderen hält zurzeit Silber die Anteile, was bedeutet, dass wir ihnen schaden können. Wenn wir es tun sollten, müssen wir aber zunächst Geld verdienen, um einen Anteil kaufen zu können. So, da wo wir das letzte Mal aufgehört haben, geht's direkt weiter. Also zumindest für mich. Für euch vielleicht nicht. Willkommen zurück zu Anno 1800. Hier ist gerade ein Linienschiff vorbeigefahren. Habe ich noch gesehen. Das bedeutet, während das hier noch repariert, kann das hier schon mal verkauft werden. Das ist schon mal perfekt. Dann die Tortillas müssen eingeladen werden. Schauen wir mal ganz kurz. Die sind schon da. Perfekt. Was ist das eigentlich? Produktivität. Perlenfarm, ja, kannst du hier lassen. Dann brauchen wir einmal die Tortillas. Und zwar 18 Tonnen. Waren das 18 Tonnen? Es waren 18 Tonnen. Dann nimmst du mal bitte 18 Tonnen Tortillas mit. 1, 2, 3, 4. So. Und fährst rüber in die alte Welt. Ja, dankeschön. Der Rice Admiral kommt gerade mit der Lieferung an. Dann haben wir hier auch schon mal eine Aufgabe wieder erledigt. Sind Sie soweit? Ja. Haladrio, das macht mich froh. So, du fährst dann hier hin. Das Wasser schäumt, Admiral. Hier werden weiter Linienschiffe produziert, das ist perfekt. Die Tortillas kommen. Dann schauen wir einmal kurz nach der Expedition. Wir kämpfen. Kneipenkalamitäten. Diese Raufbeute wollen es ja nicht anders. An jedem Hafen gibt es eine verrückte Taverne. Achso, das kennen wir auch schon. Die prügeln sich mal wieder. Und der Arzt wird. Naja. 15% Erfolgschance. Kampfkraft. Ja. Die Mannschaft macht sie fertig. Der Kragen am Gepackten schlägt die Hand drauf, also greift dessen Ärmel und schleudert ihn über die Schulter. Hey, sie haben mal einen Kampf gewonnen, ja? Unsere Leute werden immer besser, was Expedition angeht. Sie haben diesmal sogar einen Kampf gewonnen. Das müssen wir bitte festhalten, ja? Dass ich das mal erleben darf, unglaublich. So, haben wir gerade sonst... Da ist noch eine Mission. Was sagt denn die Mission? Ich verurteile sie zu ein kleiner Hoffnungsschimmer. Ah, du bist mir auch nicht immer ganz koscher, ne? Hey, Rice Admiral. Ich hätte direkt einen neuen Job für sie. Haben sie Bock? Deck bereit machen. Mach mal hier Gleitschutz, danke. So, ihr kriegt bald wieder einen neuen Sekt. Das ist gut. Dann ist jetzt die Frage... Wie? Was kommt als nächstes? Das kommt bei 750. Zwei Sachen kommen als nächstes. Zigarren und Clubhaus. Clubhaus dürfte ja nicht schwer sein. Das bauen wir einfach dahin. Was den anderen Kram angeht, das könnte eventuell komplizierter werden. Ihr seid nicht mehr an der Uni, ne? Nee, wir schieben mal die Uni kurz ein Stück nach vorne, tatsächlich. Wir haben hier gerade ein bisschen Geld. Machen wir das mal ganz kurz. Damit die auch wirklich von der Uni erreicht werden. Perfekt. Und jetzt bräuchtet ihr nur noch eine Schule da oben. Wir können ja hier mal eben ein bisschen, solange wir warten, auf die ganzen Sachen, die gerade gemacht werden, hier schon mal zumindest so ein bisschen erweitern.
was wohin kommen würde. Brauchen wir einmal die Pappelnallee. Ziehen ihn nach hier unten. Perfekt. Natürlich dann noch die Blaupause. Schiff unter Beschuss. Okay, welches Schiff wird angegriffen? Hier ist schon wieder. Lotto bereit. Erledigt ist. Bevor es abhauen kann. Los! Ah, zu spät. Verdammt. Das wird uns ein bisschen länger nerven. Wie so vieles. Ich muss sowieso nochmal gucken. Ich hatte mir nicht mal, als wir die Investoren freigeschaltet haben, einfach mal, schon mal angeguckt, die Gebäude, die wir freigeschaltet haben. Einfach von der Größe her. Und es gibt ja diese eine Weltausstellung, die man gerne bauen möchte. Ja. Ganz kleines Gebäude, ne? Ist ja nicht viel. Irgendwie hier werden wir sie wahrscheinlich irgendwie hinbauen. Müssen wir mal sehen, wie wir das hinkriegen. So. Das haben wir da schon mal weitergebaut. Ich würde gerne die Felder ja irgendwie umsetzen. Könnte aber schwierig werden. Ich glaube, am sinnvollsten ist, wenn wir erstmal den ganzen Kram... Ne, ihr habt hier das Gebäude. Wenn wir hier mehr nach hier holen. Perfekt. Nach da müssen der, muss der Kram. So. So. Drei. Nein. Mach mit. Fünf. So. Brauchen wir noch Arbeiter, eben den die Straße. Die auch angeschlossen seid. So. So. Und das Straßenstück kann weg. Und dann nehmen wir euch noch darüber. Die hier machen wir noch weg. Dann kommt ihr hier rüber. Das machen wir noch eben den Block hier weiter. Unter ihrer Konkurrenz ist ein Krieg ausgebrochen. La Fortune und Bente Jorgensen, ach ja. Die Waffenruhe wurde beendet. Ach ja. Die Straße kann hier weg. Die Waffenruhe wurde beendet, das ist nicht gut. Danke. Sie haben recht. Gehen und hier ist gerade actionreiche Musik, aber ich habe noch keine Meldung bekommen. Ich hoffe, die kommt gleich. Ich würde gerne wissen, was da wieder los ist. So, hier die Straße rum. Und dann noch die nach da. Die Menschen lassen sie hochleben. Wieder ein Stadtfest. Das ist immer schön. Und die holen wir noch nach hier eben. Zack. 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 Okay, da kommt ganzer Block hin. Ich habe mich vertan. Entschuldigt. Spielstand gespeichert. So, darum. Und die Weltausstellung. Wir müssen ja schon mal so ein bisschen planen, wo die denn hin soll. Ich würde sagen, hier ist eigentlich ein ganz schöner Ort. Ist die doch noch relativ zentral in der Stadt. Und, ja, das ist eigentlich der Punkt. Sie ist relativ zentral in der Stadt, wenn sie dahin kommt. Mehr braucht man eigentlich dazu gar nicht sagen. Na dann. Können wir aber die Straße hier wegmachen? Und gleich mal generell schauen. So, du bist vom Stapel gelaufen. Das ist wunderschön. Dann kannst du auch nach hier unten fahren. So, ist der Schlachtkreuzer mittlerweile angekommen? Ja. Fahr mal näher ran. Achten Sie auf zwielichtige Gestalten, die uns folgen können. So, jetzt machst du bitte Begleitschutz. Dankeschön. Gut, was können wir sonst noch hier oben ein bisschen aufräumen? Eigentlich die Dinger, dass die mal ordentlich hier irgendwie stehen. Das würde sie zumindest sich anbieten.
Machen wir mal eben Folgendes. Wir nehmen mal hier die Kaimauer. Und ziehen wir von hier bis nach da. Und dann die Hafenmeisterei. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Oh, perfekt. Trefferpunkte. Plus, den bräuchte man eigentlich unten. Unterhaltskosten minus 25%. Aktivität plus 15%. Die ist eigentlich schon hier an der richtigen Stelle. Jetzt behalten wir hier auch die Hafenmeisterei. So. So. Dann ist das hier unser Tourismushafen. So nenne ich ihn jetzt zumindest. So. Schiff unter Beschuss. So. Weg. Schlachtkreuzer bereit. Ja, den kriegst du ja wohl jetzt erledigt, oder? Admiral! Was habt ihr schon wieder Nettes? Oh. Hoffentlich sucht es uns nicht heim. Ein Mann zuckt und rollt mit den Augen, bevor er schließlich das Bewusstsein verliert. Dieser Anfall kam überraschend und es waren 8 Männer nötig, ihn zu bändigen und an den Mast zu binden. Einige sagen, er sei von Dämonen besessen und müsse beseitigt werden. Die wenige abergläubigen Offiziere suchen nach einer vernünftigen Erklärung. Der einzige Weg, einen sich zu spitzenden Streit zum Schweigen zu bringen, ist eine Lösung zu finden. Plus 20%, ja, wir nehmen hier plus 20%. Meine Güte, nee, diese Expedition läuft unglaublich gut. Unter diesen Umständen ist eine außerordentliche Genesung. Die Untersuchung legt eine bläuliche Prellung unter dem Haar zutage. Wir müssen schnell handeln oder er wird sterben, sagt der Arzt, während er den Schädel des Mannes aufbohrt. Sobald das Blut abgeflossen ist, wird das Loch mit einer Silbermünze abgedeckt und den Kopf mit den Bandagen in den Bandagen gepackt. Innerhalb weniger Tage ist der Mann vollständig genesen und die Mannschaft ist von den Künsten des Arztes schwer beeindruckt. Dann fahrt mal weiter. So. Weiter eskortieren, danke schön. Schiff unter Beschuss. Spinnt ihr? Was soll der Scheiß? Wieso seid ihr auf Generalangriff? Haut da ab! Panzerung hält, Admiral! Wieso greifen die einfach so Silber an? Ein Schiff wurde zerstört. Alter, diese... Oh! Geht mir einfach nur auf den Sack manchmal, die Marine in diesem Spiel. Und wir haben nicht mehr genügend Geschütze, um neuen Schlachtkreuzer zu bauen. Toll. Ah. Einfach nur nervig, die Scheiße. Sie könnten der hustende Heizer am Kessel meiner Dampflok sein. Ja, was willst du denn? 14 Tonnen Arbeitskleidung, ja, kriegen wir hin. Wir brauchen halt einen echten Service-Schiff wieder. Wo ist die Fregatte? Die ist doch mittlerweile hier. Auf die alte Dame ist Verlass. Du bringst die Tacos mal eben drüber. Spielstand gespeichert. So, dann kriegen wir das schon mal. Haben wir einen neuen Vogel, perfekt. Und wir brauchen 14 Tonnen Arbeitskleidung. So, 1, 2, 3, 4. Schon mal wieder auf 10 umstellen, sonst wirst du ja nervig. Und fährst du nach hier drüben. Haltet sie auf Kurs. Währenddessen. Wo ist die. Es wird mir hier eine Bewohneraufgabe angezeigt, aber ah, da. Da. Ich weiß, nur eine unbedeutende. Holen Sie das Geschenk des Einwohners ab. Der war da unten, ne? Ja, da ist er. Ja, komm. Gib mir das Geschenk. Sephir, hebt euch empor. Eine Brille. Ist das jetzt ein Item? Ja, toll. Hatte ich schon. Danke.
ein weiteres Gehege. Tiere. Ihre Stadt Vogel. Ist attraktiver geworden. Dankeschön. Ihr seid weiter unterwegs. Er wird beliefert. Haben wir in der neuen Welt gerade noch irgendwas am Laufen? Nein. Perfekt. In die alte Welt zurück. So, wir brauchen eindeutig mehr Schiffe, die ein bisschen was machen können. Frachtschiff vielleicht bauen, ein bisschen teuer für ein Service-Schiff. Einfach nur. Schiff unter Müssen wir dann mal Schuss. Schauen. So, was wird angegriffen? Ihr schon wieder. Denn diesmal könnt ihr da bleiben. Ihr seid mal bitte auch darauf eingestellt. Danke. Ich will nicht schon wieder Schiffe verlieren. Ich finde es auch mies, dass man echt keine Geschütze kaufen kann. Unterwäsche? Nein, zu kann keine pieksig, Geschütze zu ungelenk. Kaufen. Ungelenk. Hemd und Hose sollten jeder für sich stehen. So. Ja doch, komm, wir bauen jetzt ein Frachtschiff, das wir als Service-Schiff nutzen. Gut. So, komm. Ich bin schon wieder viel zu... unorganisiert. Wir müssen... Hey, die Expedition kehrt zurück. Was bringst du mir Nettes mit? Einmal ein paar Güter. Produktivität plus 30% bei Köhlereien plus Zusatzwaren. Okay. Produziert gelegentlich extra Kautschuk. Nähmaschinen, ja toll. Angriffsgeschwindigkeit plus 20% Piratenmodus. Erlaubt es, Schiffen anzugreifen, wenn diplomatisch gesehen kein Kriegszustand herrscht. Okay. Naja, ist schon ein bisschen was, ne? Ist nur die Frage, wo kommt das Schiff her? Das müsste jetzt unser Flaggschiff sein, oder? Ja. Ah, es ist schon da. Perfekt. Dann, du gibst mal eben das ab, das ab, das ab. Den Mart natürlich nicht. Wieso könnten wir so viel Schnaps abgeben? Wird immer noch mehr produziert. Okay, vielleicht wurde verkauft, deswegen. Mal sehen. Okay, du bist endlich da. Das ist schön. Dann kannst du jetzt mal verkaufen fahren. Du musst mal 150 Tonnen Seife und bringst die zum Gefängnis. Bruder! Hier sind wir bald mal fertig. Okay, danke. Danke, danke. So, wie sieht's aus? Ihr seid natürlich jetzt beide beschädigt. Toll. Und du bist aber jetzt auch nicht weg. Perfekt. Und du hältst die Stellung und parkst. Ja, komm, park erstmal hier. Park erstmal da. So, unsere Fregatte ist aber auf jeden Fall noch nicht da. Okay. So, Flaggschiff ist unterwegs. Und jetzt gerade... Ah, die haben endlich das Ding geändert. Das ist jetzt in der Zeile drin. Wurde auch mal Zeit. Das ging mir nämlich immer auf den Nerven mit dieser Einblendung und so. Ich weiß gar nicht, wer auf die Idee kam, als sie das Spiel entwickelt haben. Ich bin heute wieder nur am Fluchen, ne? Kann das sein? Ich sollte posen. Ich sollte positiver sein, wenn ich Videos produziere. Läuft doch alles gut heute. Okay, wir haben Schlachtkreuzer verloren. Aber sonst, haben Sie auch alles in Ordnung. Alles gut. Los. Perfekt. Dann fährst du jetzt nach... Was haben wir? Haben wir hier irgendwas auf Lager? Was... Du hast auch Seife auf Lager hier. Dann auf die alte Dame ist holst du hier mal Seife ab. Perfekt. Wir könnten natürlich die Metzgerei hierhin auslagern. Ich habe ja letztes Mal gesagt, ich würde hier die Metzgereien aus Fairhaven rausholen. Wir haben hier einen Pendlerhafen. Wir müssen hier keine Stadt aufbauen. Wir haben hier einigermaßen viel Platz. Es würde sich anbieten, die Metzgereien hier rüber zu verlagern, ne? Sind die aus Fairhaven weg?
macht die Stadt attraktiver. Können Sie mir vielleicht irgendein Restaurant empfehlen? Und, wir haben hier mehr Platz. Das wäre etwas, was wir echt mal in Planung nehmen könnten. Ich kann die, glaube ich, nicht einfach so auf die nächste Insel ziehen, ne? Gucken wir mal kurz. Ne, das geht nicht. Dann planen wir jetzt mal. Wir haben wie viele Metzgereien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Metzgereien. Okay. 8 Metzgereien. Wo würden wir die denn hinbauen? Wie wäre es hier hinten? So, Blaupausenmodus ist noch eingeschaltet. Perfekt. Dann, wir spulen noch mal in der Zwischenzeit ein bisschen vor. Wie hier. 1. Eins, zwei, drei. Nee, so klappt das nicht. Wir müssen doch ein anderes Layout nehmen. Machen wir erstmal hier den Achterblock Metzger rein. Eins, zwei, drei. Vier. Brauchen wir ein Lagerhaus natürlich in der Mitte. Dann wieder Metzger rein. Hier. Dann dreh du dich mal bitte eben um. So. Danke. Schiff vom Stapel gelaufen. Ah, Linienschiff. Perfekt. Mehr als bereit. Nach hier unten bitte. Und du kannst verkauft werden. Los, weg da. Wir haben Deal abzuhalten. Welch höchst. Dankeschön. So, dann brauchen wir natürlich die Straße auch noch nach da unten. So. Dann brauchen wir das werden. Ah, ich glaube, ich habe einen tollen Layout. So. Die Straße hier. Und die Straße macht bitte hier den Bogen. Dann brauchen wir noch eine Metzgerei. Schiff. Nein, nicht Metzgerei. Wir brauchen das Ding. Das Schiff wird angegriffen. Ja, hier schon wieder. Flotte erwartet. Ah, er dreht um. Sein Todesurteil. Und das war's. Guck mal kurz, ob hier die Schütze drin sind. Nee, sieht nicht so aus. Schade. Hey, Frachtschiff ist fertig. Sehr geil. Das kann echt viel tragen. Ja, du bleibst aber jetzt mal kurz hier und wartest. Du hast Seife zu verkaufen. So, kommst du wieder zurück. Hier war auch jemand, der gerne ein bisschen Seife mitnehmen würde. Und damit nach hier oben fahren würde. So. Folgendermaßen. Nein, du sollst nach da oben. Segel setzen. So. Wir machen jetzt Folgendes. 1, 2, 3. Ah, verdammt. Mein Plan geht doch nicht auf. Das habe ich ganz vergessen. Die haben ja ihren Umkreis immer noch. Okay. Dann müssen wir das folgendermaßen machen. Schweinezucht, Schweinezucht. 1, 2, 3, 4, 5. Hier dann 1, 2, 3, 4. Die Waffenruhe wurde beendet. Dann noch zwei Schweinezuchts.
Hier hin. Von mir aus freigegeben. 1, 2. Erwische ich sie bei besonders guter Ja, sowas Lage. Kannst du veröffentlichen. Das kannst du gerne häufiger machen. Danke. Wirklich? Keine Änderungen? Dann 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So, hier einmal rumführen. Dann einmal die Fleischerei. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt brauchen wir aber doch noch 2 für die restlichen. Die machen wir einfach hier auf die andere Seite. So. Schauen wir mal kurz. Kommt ihr noch bis? Ja, locker. Das passt. Dann hier. 1, 2, 3, 4, 5. Und hier auch einmal. 2, 3, 4, 5. So würde das aussehen. Wir bauen auf jeden Fall dich schon mal. Du kannst auch ausgebaut werden. Einmal. Den Rest können wir noch nicht. Aber wird auf jeden Fall gebraucht werden. Neue Befehle? Bist du 50.000 wert? Sehen Sie? Ja. Ich kann's verkauft werden. So. Fregatte da? Die Fregatte ist da. Mein Leben ist mein Gefängnis. Dum, dum, dum. Handeln. Perfekt. Dann fährst du noch eben hier rüber. Auf Kurs, wir holen uns jetzt mal richtig viel es ist nicht Asche ran. Da hätte ich das selbst. Meld dich, wenn du damit okay, fertig was? Bist. Schleichen Sie an den Patrouillen vorbei zu Liens Schiff und holen sie ab. Ja, wir haben ein Schiff dafür, was perfekt ist. Fahr mal bitte hier hin, danke. Dann kannst du in der Zwischenzeit... was können wir sonst noch verkaufen? Was könnten wir sonst noch verkaufen? Sekt haben wir wieder auf 300, okay. Wir können verkaufen. Was könnte denn viel Geld bringen? Was könnte viel Geld bringen? Uhren haben wir wenig. So, wir kommen. Wir machen mal Fahrräder, Kampfmaschinen, Brillen. Damit fährst du zum Archibald Blake runter. Schauen wir mal, wie viel uns das bringen würde. Okay. Dann machen wir jetzt folgendes. Wir bauen euch zwei. Achso, ihr braucht Stein, ne? Mhm. Ihr braucht ja Stein. Ihr braucht Stein. Wie kriegen wir Stein, indem wir hier Stein... Ach, Stein gibt's hier nicht. Hm. Mies, dann... Wir haben jetzt ein Frachtschiff. Mehr Druck im Kessel. Lass uns mal folgendes machen. Du nimmst mal Stein mit. 50. 100. Dann haben wir da ein bisschen auf Vorrat. Kannst du sonst noch irgendwas mitnehmen, was du dann vielleicht verkaufen könntest? Nähmaschinen. Könnten wir mal ausprobieren im Verkauf. Und Libyen. Sekt.
Was noch? Ja, nehmen wir das erstmal. Dann fährst du erstmal hier rüber und bringst die Steine vorbei. Unter ihrer Konkurrenz ist ein Krieg ausgebrochen. Ja, schön für meine Konkurrenz, dass die sich wieder bekriegen. Das ist nun wirklich kurios. Wie, dass das Schiff das gepackt hat? Findest du kurios? Die Waffenruhe wurde beendet. Fährst du zum Clipper zurück? Danke. So, was haben wir hier für eine Einwohneraufgabe? Waffenruhe wurde beendet. Nee, nicht unsere. Ich bin nur ein kleines Zahnrad. Ich würde sie nicht danach fragen, wenn ich nicht finden wüsste, und holen sie revolutionär. Verstehen. Ach du Scheiße. Schon wieder so eine Suchen und Finden sie Aufgabe. Die hasse ich, diese Aufgaben. Wieso gibt ihr mir diese Aufgaben? Ah. Und das ich ist immer noch Chaos. Hey, ein Vogel. Und 12.000. Treibt gut. Ja, das können wir gerne machen. Sobald eins der Schiffe bereit ist. Ah, guck mal. Admiral auf der Brücke. Perfekt. So, du kannst jetzt erstmal verkauft werden. Und du verkaufst... Na, die bringt schon mal 34.900. Die bringen ordentlich Asche. Die auch. Ja, wir haben mal eben kurz eine Mille gemacht. Ihre Majestät und ich sind sehr dankbar. So, du fährst... Treib gut abholen. Mein Magen krampft wieder. Das Frachtschiff ist noch nicht da. Die Fregatte ist hier rübergefahren. Ein Schiff. Genau, weil hier gibt es auch nochmal Seife zum Abholen. Die Feierlichkeiten aber sind nur beendet. Zwei nehmen wir mit in dem Fall. Und Kartoffeln mag der wohl auch, scheinbar. Dann bringen wir noch eben Kartoffeln mit. Die Attraktivität ihrer Stadt. So, unser Frachtschiff ist gleich da. Perfekt. Kannst du hier handeln. Die Steine bringst du rüber und den Fress bringst du zum Blake. Ja, er sammelt schon wieder seine Flotte hier vorne, aber er wird eher eh nicht angreifen, der Idiot. So, Steine sind da. Das bedeutet, wir können dann mal zack, zack machen. Dann haben wir hier schon mal 4 Stück. Oh, die beiden brauche ich hier doch nicht, ne? Die beiden brauche ich doch nicht. Dann kommen die weg, aber vielleicht bauen wir sie wieder auf. Was ist los? Wieso höre ich actionreiche Musik? Es ist nie gut, wenn ich actionreiche Musik höre. Dann sag mir bitte, was los ist. Lass mich nicht im Unklaren spielen. Ich hüte besser meine Zunge. Ja, 800, naja. Nehmen wir mit. Wie kommen Sie? Ein Schiff erster so, du fährst wieder nach hier unten, dann... Bam. Unser Frachtschiff ist angekommen. Neue Befehle. Dann... Pflicht erfüllt. Nähmaschinen bringen 48.000, ja. Bringt jetzt nicht so viel, aber jetzt wissen wir zumindest... Das ist nicht so viel, bringt. Hier rüber, hey Werft, wieso hast du aufgehört zu arbeiten? Arbeite. Immer schön Schiffe produzieren. 1,43 Millionen. Wie viel kostet nochmal ein... Speichert. Eins von seinen... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Könnten wir uns holen. Wir könnten uns einen Anteilwert holen. Tatsächlich. Das wäre vielleicht so eine Idee, das zu machen. Beziehungsweise, warte, hier hat... er hat die Insel noch. Aha. Was ist hier? Aha. Bente hat... über ihre Inseln... die Vorherrschaft. Das ist gut. Wie viel würde mir ein Teil von hier kosten? Weniger. Aber würde es ihn verstimmen oder würde es Silber verstimmen? Du hast etwas für mich, nicht wahr? Wir machen es einfach mal. Ja. Habe ich. So, da kriegen wir nämlich mal mehr Geld rein und wir haben Silber einen Anteil gestibitzt. Schauen wir doch mal, wie das
funktioniert die im weiteren Verlauf. Ja, haben wir das Geld bekommen. Dann kannst du bitte wieder dank deiner Pflege konnten sich nach hier alle unten so fahren. Erholen. Ist die Krankheit ausgebrochen? Wo denn? Wieso läuft die Musik noch, wenn es schon vorbei ist? Wenn es vorbei ist, bitte Musik abschalten. Danke. So, Treibgut wird angefangen aufzusammeln. Dann noch bitte hier rüberfahren. Das nächste holen. Ihr produziert schon fleißig. Wurst. Perfekt. Dann machen wir jetzt folgendes. Das hier mal ausbauen. Das ausbauen. Das ausbauen. Und wir... Pass auf, wir bauen das Dorf wieder auf. Weil wenn wir schon mit... wenn wir das nach Verhaven erst schaffen müssen, gehe ich lieber auf Nummer sicher. Tatsächlich. Und baue dann lieber die Produktion mit zwei mehr als nicht. Das heißt, ihr beide könnt schon mal gebaut werden. Zack. Zwei Metzgereien dann noch. Dann nehmen wir hier die Straße weg. Fehlende Ware? Nicht genügend Arbeitskräfte. Da machen wir das folgendermaßen. Das ist kein Problem. Wir reißen einfach 1, 2, 3, 4 ab. Zack. Zack. Jetzt haben wir wieder genügend Arbeitskräfte und wir sagen einfach der Handelsroute schon mal. Wo ist sie denn? Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist die Handelsroute? Da ist die Handelsroute. Du nimmst noch mit Fleisch. Und gibst das ab. Und davon nimmst du bitte zwei mit. Wobei wir das vielleicht mit zwei Schiffen besser machen sollten. Wenn ich gerade mal nochmal drüber nachdenke. Wäre vielleicht sinnvoller. Oder wir machen es mit... Nein, das sind Öltanker. Keine normalen Frachtschiffe. Mehr Druck im Kessel. Okay. Wir machen noch eben die Mission hier fertig, weil das vergesse ich sonst tatsächlich. Aber dann ist Schluss für heute. Dann ist wieder Schluss für heute, wenn wir das erledigt haben. Seht nur, wir befinden uns in bester Gesundheit. Gesellschaft. Ja, wer ist denn da? Gib her. Wasserträgerin, was macht die? Was macht die Wasserträgerin? Das ist wahrscheinlich Feuerwehr. Brandgefahr, minus 20% im Rathaus. Hier ist noch Platz. Da kommst du dann so lange rein. So, nochmal zwei Sachen bergen. Dann haben wir das auch schon hinter uns. Schiff unter Beschuss. Ja. Was macht der denn jetzt schon wieder? So, das noch eben. Ja, die Mission kann ich vergessen. Komm, den suche ich jetzt nicht. Ja, Entschuldigung, aber das ist mir dann doch zu... An den fröhlichen Clipper abgeben. Das machen wir doch gerne. Spielstand gespeichert. Du bist zurück. Ja. Wir haben einen Adler bekommen. Ich liebe Adler. Ich liebe Vögel. Ich ziehe den Hut. So, ansonsten haben wir ja alles verkauft. Wir machen gerade ordentlich Plus, weil wir einen Anteil an Malschings Insel haben. Aber ich hätte tatsächlich gerne einen Anteil auch von dieser Insel. Aber das machen wir erst, wenn wir irgendwie 2 Mille haben oder so. Dann holen wir uns einen Anteil von Norton Bay. Ich glaube, dann machen wir richtig Plus. Aber naja, wir haben hier unseren neuen Unort. wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Dort werden wir dann hoffentlich die komplette Metzgereiproduktion in Verhaven abreißen können. Haben wieder ein bisschen mehr Platz auf der Insel und können dort vielleicht dann die Bierproduktion hin verlagern. Mal sehen. Bis dahin, macht's gut, ciao.